Tag Leute und herzlich willkommen zu der 7. Folge der Baguette-Programmierreihe. Es kamen in den letzten paar Tagen keine Videos, das hatte ein paar private Gründe, die ich jetzt an der Stelle nicht erklären werde, aber ich konnte einfach keine Videos schaffen, beziehungsweise hochladen halt. Aber ich werde jetzt, wo ich Ferien habe, werde ich versuchen mal ein paar Vorausfläche aufzunehmen, damit ich mal möglichst alle 2 oder 3 Tage ein Video hochladen kann. Okay, heute beschäftigen wir uns mit einem ganz wichtigen Thema, und zwar mit einer Config. Und das, da hier in der Folge solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, weil sie sehr wichtig für spätere Folgen sein wird, weil wir hierauf immer wieder zurückgreifen werden, sag ich mal. Und um eine Config zu erstellen, machen wir einfach Rechtsklick auf unseren Source, Ordner, klicken New und File und nennen sie config.yml. So, und ja, es öffnet sich so eine Dings, ja, Config. und hier können wir jetzt alles mögliche hinschreiben, das hat jetzt keinen bestimmten Aufbau oder so. Was wir machen werden ist, habe ich mir überlegt, wir haben ja diese Join-Nachricht, hier, ja. Wir haben ja diese Join-Nachricht und ich möchte die gerne verändern, je nachdem, wie ich das halt verändern will, also halt eine Config einstellbar machen. Und was wir als erstes machen, ist einen Kommentar zu setzen. Und das machen wir einfach mit einem Hashtag, beziehungsweise mit einer Raute. Und danach schreiben wir den Kommentar hin. Also Raute, Leerzeichen müsst ihr auf jeden Fall beachten, weil sonst klappt das nicht. Und dann schreibt ihr zum Beispiel hin, gib die Willkommensnachricht an. So, und wir machen das jetzt einfach so. Kurz überlegen. Ja, wir machen das einfach. Und zwar Zeile 1. So, damit es leichter auszulesen ist. 2 und 3. Machen wir es einfach so. Man kann das auch anders machen. Vielleicht werde ich das, wenn die Folge nicht ganz so lang geht, werde ich das vielleicht mal angucken. Aber ja, 1, dann machen wir hier Anführungszeichen und schreiben hin und 2. Weil wir machen das jetzt mit einem Und-Zeichen und nicht mit einem Paragraphen, weil die meisten, die eine Config bearbeiten werden, werden das mit dem Paragraphen nicht kennen, weil meistens kennt man das ja mit UND. Das hat sich einfach so verbreitet, ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt so, aber das UND-Zeichen verwendet man meistens, um Farben zu setzen. Und deswegen sollte man die Configs auch so leicht einstellbar machen, dass mit einem UND-Zeichen passiert. Wie wir das nachher umwandeln, mache ich gleich, aber UND2 erstmal machen wir so, beziehungsweise das kann ich eigentlich direkt hier rauskopieren. So, weil ich jetzt, könnt ihr natürlich, wie gesagt, alles einstellen. Aber werde ich jetzt an der Stelle nicht machen. Wie gesagt, mit dem Unzeichen. So. Nehmen wir das hier. Das Dumme ist, sollte ich nicht öffnen. Das könnte halt sein, dass, jetzt diese Leerzeichen hier bei Willkommen auf dem Server nicht da sind. Deswegen sollten wir hier mal was anderes hinschreiben. Beziehungsweise doch wegen dem und 9 sollten die, glaube ich, da sein. Aber aus Sicherheitshalb werden wir jetzt was anderes aufschreiben. Zum Beispiel willkommen. Möglichst so lange, wie das hier geht. Damit das nicht ganz so komisch aussieht, weil deswegen haben wir ja die Leerzeichen gesetzt, damit das in der Mitte steht. Und wir schreiben jetzt einfach einen Text, der genauso lang geht. Zum Beispiel willkommen auf dem Server und dann, keine Ahnung, xxx geiler Server xxx. So. Und die letzte Linie werden wir auch einfach mal hier rauskopieren. So, und hier posten. So ein Zeichen setzen, wie gesagt. Und ja, Paragraph brauchen wir gar nicht. So, jetzt speichern wir die. Und jetzt müssen wir die Config erstmal zeigen, dass sie da ist. Zuerst machen wir beim Unenable Teil, machen wir ganz am Anfang Save Default Config. Und das Save Default Config hier hinschreiben so. Und das macht das einfach nur, das speichert die Config, wenn keine da ist. Also wenn es in dem Ordner, also in eurem Server-Ordner, in den Plugins-Ordner, also halt Server, dann Plugins, der Name, zum Beispiel hier Grundlagen, und dann, wenn darin keine config.yml-Datei ist, dann wird da eine erstellt. Und wenn da eine ist, dann wird damit daran nichts verändert, die wird nicht überschrieben oder so. Wir sollten einfach Safety von Config nehmen. Es gibt natürlich andere Sachen hier. Natürlich, ich glaube, Safe Config gibt es auch, ja. Aber das überschreibt es. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen Safety von Config einfach hinschreiben. Und das sollte das Ganze erklären.
Und was wir jetzt machen werden, ist public static file und public static file configuration cfg. So, das muss ich erstmal erklären, weil das ist ein bisschen komplizierter. Jetzt erstmal nicht, aber gleich. Public kennen wir, static bezeichnet, dass es keine weitere Instanz, diese von File gibt halt. Und der Vorteil, dass wir es jetzt mit static machen, ist, wir können in jedem möglichen Ordner, in jeder möglichen Datei darauf zugreifen. Es könnte natürlich sein, und dessen bin ich mir aber nicht bewusst, dass diese Verwendung von static irgendwelche Nachteile hat. Wenn da jetzt einer irgendwie darüber Bescheid weiß, beziehungsweise besser darüber weiß als ich, warum man static jetzt nicht verwenden sollte, dann kann er es mir gerne unten hinschreiben. Lass mich gerne zu belehren, weil ich bin dazu selber halt nicht, weiß es selber halt nicht wirklich was, beziehungsweise warum man das nicht verwenden sollte. Weil das Praktische an diesem static hier ist, ich markiere das die ganze Zeit, das ist so eine komische Angewohnheit von mir. Das Praktische an diesem Static ist, wir können jetzt einfach in diesen Join-Listener gehen und könnten jetzt zum Beispiel main einfach hinschreiben Punkt File und könnten hier jetzt einfach drauf zugreifen. Und jetzt müssen wir nicht ganz anders hinschreiben, die sich vielleicht noch ein bisschen auskennen, kennen das ja, man muss jetzt hinschreiben public hier, private, public, Join-Listener und so weiter. Muss man Ganze nicht machen, muss man nicht machen. Man schreibt einfach main.file hin und schon kann man darauf zugreifen und es gibt keine Probleme. Ich habe das jetzt schon bei sehr vielen Plugins so benutzt und ich habe bisher keine Schwierigkeiten festgestellt mit diesem Static. Außer dass man alles Mögliche zu Static umwandeln muss, was man damit verwendet. Ist ein bisschen kompliziert, aber dafür ist es extrem praktisch. Und wenn, wie gesagt, einer darüber besser Bescheid weiß als ich, dann kann er das mir gerne schreiben. So, als nächstes File Configuration ist die Konfiguration, das heißt das kann unsere Config auslesen. Also man kann lesen, was hier alles drin steht. CFG nennen wir die, einfach weil es praktisch ist. Und nachdem wir die Config gesaved haben, sollten wir hier hinschreiben main. Beziehungsweise main soll ich auch was erklären, weil main ist, heißt unsere Klasse. Deswegen, mal auf Static-Sachen greift man zum Beispiel zu. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Join-Listener hier zum Beispiel public static, genau, String hallo ist gleich hier hallo. So, wenn ich das hinschreiben würde und wenn ich hier drauf zugreifen will, dann könnte ich jetzt einfach hinschreiben hier main zum Beispiel so, kann ich die verwenden, so, keine Ahnung warum, Join-Listener.hallo. Und das Ganze würde auch funktionieren und so weiter. Gibt es natürlich hier, weil ich nicht gespeichert habe. So, aber wollen wir an der Stelle auch nicht haben. Das war nur als Beispiel so umgedacht. Und hier main.file, das heißt, wir greifen noch die File dazu, ist gleich new File, also ein neues, nein, File halt. Und hier gehen wir an Plugins, man beginnt immer mit dem aus dem Ordner hinaus. Also von dem Ordner ausgehend so, Plugins slash Grundlagen, in meinem Fall, in eurem Fall wahrscheinlich was anderes, aber in meinem Fall Grundlagen, und dann Komma, so, gerade ein bisschen geruckelt, und dann Config, config.yml, so, das dürfte eigentlich recht klar sein, also, ist ein neues File und das, ja, in dem Grundlagenordner die config.yml. Ist eigentlich recht verständlich. main.cfg ist gleich YAML configuration. Load configuration file. Ja, am besten nicht file, sondern main.file. Wir gehen mit YAML configuration. Load configuration an, dass die. Wir sagen praktisch, die YAML Configuration, das ist jetzt sehr schwer zu erklären, dass sie die Konfiguration aus dem Main.file auslesen soll praktisch. Das ist extrem schwer zu erklären, aber ist eigentlich nicht wichtig so zu begreifen. Wichtig ist, dass ihr das einfach hier könnt mit dem YAML Configuration. Und alles weitere sollte sich klären, weil da werdet ihr auch keine Verständnisprobleme oder sowas haben. Es sei nur einfach gesagt, dass ihr damit die, die Configuration praktisch, also die, ist wirklich schwer zu erklären, aus dem File halt auslesen, also die Sachen, die Zeilen und so weiter, dass ihr lest das aus dem File aus damit.
Ich hoffe, ich habe das wenigstens ein bisschen verständlich erklärt so, aber wenn nicht, dann ist nicht schlimm. Ihr werdet das, wenn ihr ein paar Plugins gemacht habt, werdet ihr das irgendwann einfach drin haben und ihr werdet das auch alles verstehen und so weiter. Also es klärt sich alles, also nicht schlimm, wenn ihr das an der Stelle nicht versteht. Habe ich auch bei vielen Tutorials, glaube ich, gesagt bisher. So, wir gehen jetzt einfach in unseren Join Listener. Das Ganze hier können wir rausmachen. Also ich markiere das Ganze so. Dann hier machen wir Kommentare. Und wir geben auf p.sendAMessage. Und hier machen wir jetzt einfach main.cfg, weil wir auf die Konfiguration zugreifen müssen. .getString, also halt suchen String. Und 1. So. Und jetzt sendet ihr ihm einfach den String, der hier drin steht. Wir kopieren das Ganze jetzt einfach mal 2 und 3. Das heißt, er sendet ihm die Strings, die in der Konfiguration drinstehen, unter 1, 2 und unter 3. Was wir jetzt noch machen müssen ist... wir müssen hier noch hinschreiben Chatcaller. Translate alternate color codes. Das heißt, es liest praktisch den. Naja, das klärt sich, glaube ich, wenn ich das hier mache. So. Das heißt, es nimmt einfach das und verwandelt es in einen Paragraphen. Mehr macht das eigentlich auch nicht. Das heißt, es liest einfach, es liest eine Farbe nach diesem Zeichen hier aus. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwo ein und stehen würde, dann würde das halt das bedeuten, dass dahinter eine Farbe steht. Und genau das erkennt es halt, also Alternate Color Codes, also es erkennt einfach alternative, alternative Sachen zu den Paragraphen halt, also Synonyme praktisch. Und das gibt man hier an. Und dann den Text, der umzuwandeln ist, und das ist bei uns hier die getString hier, 1. Also das, was wir hingeschrieben haben, können wir wieder alles kopieren und hinschreiben. So, und das war's jetzt auch eigentlich. Es sollte dann funktionieren. Ich explodiere das mal. Achso, ja, wir sollten das möglichst auch reloaden. Das heißt, hier einfach Rechtsklick und Refresh. Nee, Quatsch. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht machen. Nein! Ganz kurzer Cut. So, okay, jetzt geht's wieder. Ich musste kurz einen Doppelklick drauf machen und dann ging's auch schon. Rechtsklick Refresh einfach. Ich musste gerade auch einen Fehler kurz beheben. Deswegen könnte es sein, dass hier ein paar Mal Reload steht, weil ich habe gerade getestet und das ging irgendwie nicht. Weil ich, keine Ahnung, war irgendein dummer Fehler. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt runtergehen und hier wieder drauf kommen, dann, bekommen wir hier unsere tolle Nachricht. Bekommen wir, beziehungsweise unsere tolle Nachrichten bekommen auf den Server XXX. Geil, das Server XX. Na, da fehlt nix. Okay. .de. Und wenn wir hier jetzt reingehen, dann können wir das Ganze auch verändern. Das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir kommen auf dem Server. Slimpy.slimpia. Oh, schön. Slimpy.de. Den Server gibt's nicht, aber ja. So, und wenn wir jetzt reloaden, rausgehen, draufkommen, dann, sehen wir auch, willkommen auf dem Server slimpy.de. Ah, schön. Die Seite gibt's auch nicht. Gut, aber ja. Ich würde sagen, ich hoffe wieder, dass ich einigen helfen konnte. Wie gesagt, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann könnt ihr das gerne sagen, mit dem Static meine ich. Weil ich darüber selber, wie gesagt, nicht wirklich Bescheid weiß. Aber bin ich dann halt nicht. Und ich würde sagen, einfach bis zum nächsten Mal und haut rein.